mal wieder soweit für 5 gelesene Titel, die ich so für euch habe. Und heute wird es richtig frillig. Deswegen, wenn ihr Bock auf Spannung habt, dann bleibt unbedingt dran. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche ein bisschen schneller, weil mein Baby gerade schläft und ich die Zeit gerade nutzen will, um ein bisschen Content vorzudrehen. Es ist nämlich nicht so leicht zu drehen, weil sie braucht nämlich ganz viel Liebe und will den ganzen Tag gekuschelt werden. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute soll es um 5 Thriller gehen, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Ich sage gleich, es waren Highlights dabei, es waren Flops dabei und ich fange gleich mal mit dem Flop für mich an. Und zwar habe ich gelesen Unschuldig von Amy Lloyd. Du liebst ihn, du vertraust ihm und wovor hast du Angst? Das Buch wurde mir zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen lieben Dank an den Verlag. Ich habe dazu schon eine Rezension auf Instagram geschrieben. Also wer Instagram hat, folgt mir da unbedingt mal, weil ich versuche so jeden zweiten, jeden dritten Tag eine Rezension hochzuladen. Klappt nicht immer, aber ich bin da in letzter Zeit ganz aktiv. Und hier fand ich halt den Klappentext, dass der unglaublich spannend klingt. Wir haben einen Serienkiller, der in der Todeszelle eben auf seine Hinrichtung wartet. Und wir haben eine Frau, die an seine Unschuld glaubt und gemeinsam mit vielen anderen Menschen für seine Unschuld kämpft. So, der gute Mann, der kommt jetzt frei. Die beiden sind inzwischen verheiratet und er zeigt sein wahres Gesicht. Ich finde, also das steht jetzt hier auf dem Klappentext und ich muss sagen, also ich finde, der verrät irgendwie viel zu viel oder in der Geschichte passiert zu wenig. Also irgendwie von beiden ist da etwas dabei. Also ich finde, das klang unglaublich spannend und natürlich konnte man sich schon denken, dass mit dem Sam heißt er, nee, Sam ist die Frau und Danny, also das steht jetzt nicht drauf, Danny oder Dennis? Ich glaube Danny, Dennis. Dass Dennis nicht so der allernetteste Mensch ist und dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, kann man sich, denke ich, denken. Er ist ja auch nicht unschuldig ins Gefängnis gekommen, denkt man sich zumindest. Und also ich finde, es ist zu viel Andeutung auf dem Klappentext. Das ist schon mal das eine. Es geht los mit einem Prolog, wo die beiden sich eben kennenlernen per Briefwechsel. Also Sam schreibt ihm, er antwortet ihr natürlich. Man muss ja auch mal überlegen, er sitzt im Knast. Es ist ihm langweilig, er ist froh, soziale Kontakte zu knüpfen. Und dass er mit Sam eben ziemlich schnell anbändelt, ist auch irgendwie logisch, meiner Meinung nach. Ne? Ich meine, Dennis ist zwar ein Mörder, aber irgendwie ist er halt auch Mensch. Ne? Und die beiden heiraten auch. Und was ich nicht verstanden habe, also man im ersten Drittel des Buches oder so, also, ja, das erste Drittel ungefähr, geht es eben darum, wie die beiden sich kennenlernen, wie die beiden sich annähern. Und es geht eben auch darum, dass ein Film über Dennis halt gedreht wird, über seine Verurteilung und so weiter und so fort und über die Unschuld. Und es geht eben auch darum, wie er halt freikommt. Das fand ich okay, ist aber so vor sich hin geplätschert, da war nichts Spannendes dabei. Und ich fand Sam ziemlich dümmlich da schon. Der hat so einen naiven, diesen total naiver Charakter. Und man muss einfach wirklich sagen, dass die nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. So, dann lernen die sich kennen. Wie gesagt, ich spoiler ja nicht, das steht ja hinten drauf. Und dass dann die Ehe nicht so läuft, wie sich das Sam halt so gedacht hat, ist dann wohl klar. Sie hat sich halt gedacht, die beiden, also er kommt raus und die beiden reiten halt in den Sonnenuntergang fröhlich hinein. Und so läuft es halt einfach nicht. Und das ist halt das, was wir danach so noch erfahren. Dazu möchte ich jetzt nichts mehr sagen, weil es gibt vielleicht doch noch Menschen, die das Buch gerne lesen möchten. Und ich möchte halt dann trotzdem nicht spoilern. Aber also für mich ist einfach zu wenig passiert. Es gab für mich keine Plot-Twists. Am Ende kam mal so ein bisschen Spannung für mich auf da, und der Schreibstil war ganz okay, sodass man schnell durch die Geschichte geflogen ist. Deswegen kann ich noch 2 Sterne geben und nicht nur einen. Und also das war wirklich für mich der Flop in diesem Video. Ja, das war aber allerdings der einzige Flop und da bin ich echt froh drüber. Und ich muss auch sagen, wenn das kein Rezensionsexemplar gewesen wäre... Oh, Gesundheit, Süße. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn das kein Rezensionsexemplar gewesen wäre, hätte ich das Buch auch wirklich abgebrochen. Aber ich tue mir bei Rezi-Exemplaren immer noch schwer, Bücher halt abzubrechen, weil ich mir halt denke, ich habe die angefragt und ich finde das irgendwie doof halt, ja,
die dann abzubrechen. Ich tue mir da echt schwer. Also die Bücher müssen schon richtig schlecht sein für mich, dass ich die dann abbreche. So, weiter geht's mit dem nächsten Titel. Nicht wundern. Ich drehe jetzt mit Baby auf dem Arm und ich hoffe, das klappt. Ich habe oft so eine kleine Wortfindungsstörung, wenn ich die kleine Maus auf dem Arm habe. Schau mich dabei nicht so verliebt an. Ja, die Mama redet über Thriller. Das ist gar nichts für deine Ohren. Ja, heute geht's, also jetzt geht es nämlich um Weil niemand sie sah von Lisa Jewell. Und das ist mir auch vom Verlag zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt worden. Und auch dazu gibt es schon eine Rezension online bei Instagram. Und ja, mein Gott, war das ein Page-Turner. Ja, ich sage euch erstmal was zum Inhalt. Und zwar geht es um Laurel. Und Laurel hat zwei Töchter. Und die jüngere, und einen Sohn hat sie auch. Aber der Sohn, der spielt irgendwie in der Geschichte kaum eine Rolle. Deswegen vergisst man ihn ganz schnell mal. Auf jeden Fall, die 15-jährige Tochter verschwindet, ist ihr Lieblingskind und verschwindet von heute auf morgen spurlos. Und keiner findet sie, man weiß nicht, was ist mit ihr passiert, was ist los und keine Ahnung was. Und ja, wie das dann halt oft so ist, die Ehe geht dann auch in die Brüche, die Familie ist nicht mehr so die gleiche. Die Beziehung zur älteren Tochter ist auch schwierig, weil es eben jetzt nur um die Suche der Jüngeren ging und, und. Und ja, 10 Jahre später lernt sie Floyd kennen. Und ja, sie denkt sich halt, okay, also die beiden fühlen sich halt ganz, ganz schnell zueinander hingezogen. Und ja, nach 10 Jahren kann man sich dann vielleicht mal wieder auf eine Beziehung einlassen. Und so ist es halt. Floyd hat aber auch schon ein Kind oder er hat eigentlich auch 2 Töchter und die 9-jährige Tochter sieht aber der verschwundenen 15-Jährigen, damals 15-Jährigen, zum Verwechseln ähnlich und also wie aus dem Gesicht geschnitten. Und Laurel merkt halt, stopp, irgendwas läuft hier schief, was ist hier kaputt? Und ja. Wenn man den Klappentext liest, dann denkt man sich eigentlich nur so eine Sache. Ja, das kann nur ungefähr so und so laufen und kann nur ungefähr so und so sein. Dann hat man die Aufklärung und so ist es aber nicht. Also es gibt hier 1, 2 Plot-Twists, wo ich mir nur gedacht habe, what the fuck, ist das hier richtig und kann das hier so stimmen? Und ja, das fand ich richtig gut. Man hat hier so ganz kurze Kapitel, die man ganz schnell wegliest, in einem ganz leichten Schreibstil. Also man fliegt durch die Geschichte durch, so schnell, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und man springt auch immer mal in die Zeit von damals, wie das denn war. Natürlich, als die 15-Jährige verschwand. Und ja, das Buch an sich ist in, lasst mich lügen, 5 Teile, glaube ich, aufgeteilt. Und der erste Teil beginnt genauso, wie halt ein Thriller halt beginnen sollte. Man wird erstmal eingestimmt, man lernt erstmal die Personen kennen und die Situation und. Und dann switcht man aber im nächsten Teil, also immer wenn so eine neue Erkenntnis kommt, kommt halt der neue Teil. Und da liest man dann plötzlich etwas von anderen Personen. Und ja, das kann ich euch jetzt leider nicht verraten, weil dann würde ich nämlich spoilern. Aber das kommt mit so einem Schlag, so richtig so trocken, so man liest halt lalalala und ermittelt halt so mit und auf einmal bekommt man da so eine Erkenntnis und denkt sich nur, habe ich das gerade richtig gelesen? Und das so herrlich böse und so gut, das ist einfach nur klasse. Könnte jetzt sein, dass ihr das Baby pupsen gehört habt. Blöd, ne? Ja, und das hat mir so gut gefallen. Und ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, also das Rad wurde jetzt nicht neu erfunden, aber die Erzählweise war halt wunderbar. Die war richtig gut und hat mir richtig gut gefallen. Aber ich fand auch Laurel jetzt nicht immer so... Ja, ich fand es halt blöd, wie sie mit ihrer Tochter, mit ihrer älteren Tochter auch umgegangen ist. Und die ältere Tochter hat auch so 1, 2 Dinge gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, warum werden die einfach so hingenommen? Fand ich auch so ein bisschen dubios, deswegen ziehe ich 1 Stern ab. Ansonsten hat mir das richtig gut gefallen und das ist auch mal so ein Thriller, wo man auch nicht viel denken muss. Man liest das einfach weg, man lässt sich berieseln, das ist so leichte Lektüre und trotzdem halt spannend. Ne? Also das ist das, was ich zurzeit eigentlich brauche, was ich zurzeit eigentlich auch richtig, richtig gern lese. Dann habe ich über BookBeat mal wieder einen Arno Strobel gehört. Und zwar, ja, Die Flut. Und das fand ich auch richtig, richtig gut und spannend. Und das war so eine richtig leichte, lockere, spannende Lektüre für zwischendurch. Und hier befinden wir uns auf Amrum. Und in Amrum ist ja die Ebbe und die Flut sehr, sehr stark. Und ja, der Mörder
der hier sein Unwesen treibt, der entführt immer Paare. Dann buddelt er ein riesengroßes Loch und gräbt die Frau halt ein, sodass sie bis zum Hals da drin ist. Den Mann bindet er an irgendeinem Pfahl fest und der muss dann zugucken, wie die Frau langsam ertrinkt. Er entkommt und er ist aber dann halt natürlich traumatisiert. Ja, wie es dann halt so ist. Ja, ich fand diesen Thriller richtig, richtig gut. Erstens, ja, Arno Strobel kann einfach schreiben. Das, er begeistert mich einfach immer wieder mit seinen Geschichten, muss ich sagen. Und es ist auch so richtig leichte Page-Turner-Lektüre, sage ich jetzt mal so. Und ja, was mir hier aber ganz besonders gut gefallen hat, war einfach das Setting, weil ich war hier das allererste Mal im letzten Jahr an der Nordsee mit meiner Familie im Urlaub und es war so schön auf Amrum. Und das hat mir so gut gefallen. Ich hatte alles so plastisch vor Augen, wie wenn ich halt noch dort wäre. Die haben halt über Dagebühl gesprochen und Nebel und das ganze Setting hat mir da so gut gefallen. Und dann konnte ich mir das mit der Ebbe und Flut alles so vorstellen. Ich meine, man hat ja als Leser eh eine Fantasie und so, ne? Und die wird ja auch beflügelt. Aber wenn man halt da dort war, dann ist es nochmal was ganz was anderes. Vor allem, Amrum ist ja eine sehr kleine Insel. Und ja, das fand ich einfach richtig, richtig klasse. So, der Arm gewechselt. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Jahr nochmal dort Urlaub machen werden. Hatten wir eigentlich vor. Jetzt mit der Krise weiß man ja nicht, wie sich das entwickelt, müssen wir halt mal gucken. Aber Amrum hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen, einfach weil es so schön war. Und das, obwohl wir halt in Deutschland waren und wir sind ja normalerweise immer solche Roadtrip-Menschen, die so mit Rucksack durch ein ganzes Land reisen. Und das hatten wir halt letztes Jahr nicht gemacht, klar mit Kind und hochschwanger und so, ne? Und ja, finde ich einfach richtig, richtig toll. Und das hat mich halt nochmal sehr beflügelt. Und irgendwie hat mich dieser Thriller wieder total in Urlaubsstimmung versetzt. Und deswegen hat das Buch nochmal so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Weiter geht's mit einem Buch, das mir von der lieben Annika von Thrill Junkies empfohlen worden ist. Und ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich glaube, dass ich dieses Buch zum falschen Zeitpunkt gelesen habe. Ich habe das gelesen, weil es nur 240 Seiten hat und es recht spannend klang. Und ich mir gedacht habe, naja, das ist irgendwie unsinnig, das jetzt auf dem Sub verweilen zu lassen. Und zwar geht es um Der Stier und das Mädchen. Ich will immer das Mädchen und der Stier sagen. Von Stefan Mani. Ist erschienen im Edition M Verlag. Das ist ja dieser Self-Publisher Verlag oder so von Amazon. Und ja, hier geht es darum, also ich hätte das auch ohne Annika mal, muss ich mal sagen, ich finde sowohl den Titel als auch das Cover sowas von grottenhässlich und ohne ihre Empfehlung hätte ich das niemals in die Hand genommen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Und ja, ich bin aber richtig froh, dass ich das hier getan habe. Auf der anderen Seite habe ich es wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt gelesen. Es geht um zwei Touristen. Die machen halt Urlaub, die haben eine Autopanne und auf der Suche nach Hilfe entdecken sie in einem Schuppen eine Leiche. So, und dann entdecken sie aber in der Scheune, nee, nicht in der Scheune, in dem Wohnhaus nebenan, ja, noch mehr grausam zugerichtete Leichen und merken aber, dass sie in diesem Haus nicht allein sind. So. Das ist der Prolog der Geschichte, das ist das erste Kapitel der Geschichte und das ist auch das, was auf dem Klappentext steht. Ich habe irgendwie was anderes erwartet, aber so im Nachhinein, ich finde den Schreibstil und wie das Ganze erzählt worden ist, richtig genial. Wir haben keine richtigen Kapitel, sondern wir die Texte sind immer unterteilt in Tick-Tack, also wie die Zeit, die läuft. Wir haben verschiedene Protagonisten und es ist am Anfang noch nicht so richtig klar, wie die miteinander zusammenhängen. Also wir haben Protagonisten, wo es eben um den Drogenhandel geht. Wir haben Protagonisten, wo es um die Farm geht und um den Stier und um die kaputte, zerrüttete Familie. Man weiß alles nicht, in welcher Reihenfolge das Ganze erzählt wird und wo die Reise hingeht. Und dann kommt auch immer mal ein ganz grausames Kapitel. Also es ist auch nichts für schwache Nerven, wo man sich nur denkt, oh mein Gott, was habe ich jetzt gerade gelesen? Habe ich das gerade richtig gelesen? Dann kommt wieder ein Kapitel, was so richtig dubios ist und auch irgendwie langweilig ist. Und dann kommt aber mal wieder der Aha-Moment, wo wir wieder, wo wir eine Richtung erkennen, wo die Reise hingehen könnte und haben aber die ganze Zeit eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und also ich hatte in diesem Buch ganz viele Aha-Momente.
aber auch so einige Langeweile-Momente, was dubios ist. Also ich denke halt einfach, dass das keine lockere, leichte Lektüre ist, die man mal eben nebenbei liest. Und ich tue mir momentan wirklich, also es klingt sehr abwertend, aber ich tue mir momentan mit Büchern schwer, wo man viel denken und viel überlegen muss. Und deswegen denke ich, war das jetzt so der falsche Zeitpunkt. Ich fand die Sprache genial, ich fand den Schreibstil irgendwie genial und irgendwie auch den Aufbau der Geschichte. Aber die Umsetzung so teilweise, ich habe dem Ganzen 3 Sterne gegeben und denke mir aber, dass es zu einem anderen Zeitpunkt, weil es einfach ein anspruchsvolleres Buch ist, meiner Meinung nach, dass es mir zu einem anderen Zeitpunkt richtig gut gefallen hätte. Kommen wir zum letzten Buch in diesem Video. Und zwar habe ich gehört von Peter Swanson, Die Gerechte. Das Buch hat es auch in den Hörgenuss des Monats geschafft. Also schaut da unbedingt mal in das Video rein. Ich verlinke es auch hier irgendwo in dem i und natürlich nochmal in die Infobox. Ja, war ein Thriller, der mich sehr positiv überrascht hat. Ich meine, das Buch ist ja eh ziemlich gehypt worden, als es rauskam, aber ich habe das zweite Buch von ihm angefangen und nach der Hälfte abgebrochen. Das war Der Tod ist nicht genug oder sowas. Und das war mir wirklich zu langweilig. Und dann lag das hier und lag hier und lag hier und dann habe ich mir gedacht, hörst du einfach mal rein und bin dann wirklich drauf hängen geblieben. Und zwar geht es hier darum, dass es geht um Ted. Und Ted ist, ja, er wartet auf den Heimflug und Richtung Boston ist er unterwegs und er lernt am Flughafen Lilly kennen. So eine mysteriöse, hübsche Frau. Und wie das halt so ist, kommen die beiden ins Gespräch und er schüttet ihr sein Herz aus. Und dabei kommt eben heraus, dass er eben mitbekommen hat, dass seine Frau eben betrügt und er ist sehr erbost drüber und er weiß auch noch gar nicht, was er mit ihr machen soll, wie es weitergehen soll und er ist so wütend, am liebsten würde er sie ermorden. Und das sagt er halt so dahin und sie nimmt das aber ziemlich ernst und ermutigt ihn und sagt, hey, warum bringst du nicht deine Frau tatsächlich um? Ich meine, so hast du keine Probleme mit der Scheidung, du kannst dein Geld behalten, weil Ted ist nämlich auch noch ziemlich wohlhabend und so weiter und so fort. Und spricht ihm da gut zu, was es alles für Vorteile haben könnte, seine Frau zu ermorden und die beiden, die planen das dann so ein bisschen. Und das ist so das, worum es in dieser Geschichte geht. Und ja, ich fand aber, es gibt in diesem Buch so tolle Plot-Twists, wo ich mir gedacht habe, wie cool ist denn das? Ne? Also wir switchen, also wir haben diesen, der Thriller, der wird erzählt aus 3 Erzählperspektiven von 3 wichtigen Personen eben. Und wir switchen auch immer mal in die Vergangenheit und lernen eben so auch die Protagonisten kennen. Und ja, das finde ich halt, fand ich richtig gut und ich fand die Twists in dem Thriller richtig gut und mir hat es von vorne bis hinten richtig gut gefallen und es war auch toll eingesprochen, weil jeder Protagonist, also die Sichtweisen, wurden von einem anderen Sprecher gesprochen und so wusste man auch immer genau, wo man ist und ich fand es als Hörbuch grandios und ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich das richtig gut auch wegliest. Also guck da auf jeden Fall mal in das Video rein. Ja. Das war jetzt mein Spannungsmonat. Also 5 Titel habe ich jetzt in diesem Video so für euch mal rausgesucht, die ich so zuletzt gelesen habe. Ja, es wird noch mehr Videos geben. In der nächsten Folge geht es dann quasi um die Liebe. Wenn euch das auch interessiert, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!